So, hier eine kleine optimal angepasste Farmroute meinerseits mit natürlich ein paar Einflüssen von anderen Quellen auch, vor allem Reddit. Wir fangen an bei Chaka Itzel. In Chaka Itzel gibt es natürlich sehr viele Leinsamen. Und da springen wir einfach unter der Wegmarke, einfach geradewegs in den Abgrund. Ihr solltet übrigens hundertprozentig Gleiten haben hier. Sonst seid ihr tot, wenn ihr runterfällt, natürlich. So. Fallen, 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 fallen. Da ist das Lein und das enden wir ab. Genau, an sich. An sich ist das eine recht gut optimierte und abgestimmte Farmroute für all diejenigen, die mal ein, zwei Charaktere am Tag Farm schicken wollen. Die sollten diese Route nehmen, weil auf dieser Route derzeit am meisten liegt. So, als nächstes haben wir Orders of Whispers. Also die erste Wegmarke von den verschlungenen Tiefen. Für die hier, für den großen Baum hier, braucht ihr Aufwind und Lehntechniken. Zusätzlich zum Gleiten, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr das auslassen. Das ist, hier gibt es dann praktisch auch nur noch Leinsamen, genau. Ich nehme natürlich auch alles, was auf dem unmittelbaren Weg liegt, mit. Einfach aus dem Grund, es ist alles Kohle, alles irgendwie brauchbar, alles wunderbar. So, dann hüpfen wir hier rauf. Dann gleitet man hier rüber. Hier rüber zu gleiten ist oft ein bisschen doof. Hier drüben den kühlen Kopf bewahren und nicht hier wie wild durch die Gegend hüpfen, sonst fällt er wieder runter. So. Hier gleiten wir direkt auf diesen Updraft zu und jetzt direkt auf diesen. Immer schön lehnen. Wenn ihr keine Lehntechniken habt, müsst ihr einen von den anderen Aufwinden auch noch mitnehmen. Was natürlich ein bisschen langsamer ist, gilt aber so viel ich weiß auch. Genau, dann geht es hier so weiter. Wenn es geht, die ignorieren. Und hier die Kisten, die sind ja auf dem Weg. Die will ich am besten gleich aufmachen. So, ich habe den geblendet, was ganz praktisch ist. Hier oben haben wir dann ganz viele Wibbern. Wenn ihr es könnt, würde ich sie töten. Wenn ihr es nicht könnt oder nicht wollt, dann tötet sie nicht. Sie sind halt nervig, das ist alles. Sie machen viel Schaden, vor allem wenn ihr auf Berserker oder Viper seid oder sowas. Also töten wir die kurz mal. So. Okay. Geht hier weiter. Wie gesagt, hier oben auch sehr viel Leinsamen Zeugs, was ziemlich viel wert ist, wenn es zu Öl verarbeitet ist. Ja. Also lohnt sich mitzunehmen, dafür, dass der Weg eigentlich nicht so weit ist und immer klar durchstrukturiert ist. Und wenn ihr eine neue Gilde habt, ist natürlich auch sehr gut für die neue Gilde, weil es hilft auch der Gilde, sich weiterzuentwickeln. Und ja, wir im Eisreich wissen, was es heißt, viel für die Gilde auszugeben. Ja, schließlich schon ziemlich weit mit den Ausbauen. So, dann geht es weiter mit den Gallowfields Waypoint. Das ist in der Brisbane Wildnis. Hier gehen wir also weg von den ganzen Leinsamenzeugs und fangen mal an, das Hauptding, also das Hauptmaterial zu sammeln. Und zwar ist das Eisenerz. Eisenerz ist sack viel wert, einfach aus dem Grund, weil man es für alles braucht und deswegen nehmen wir natürlich alles mit. Es gibt pro Charakter pro Tag diese reichhaltigen Eisenerzadern, die wir jetzt ablaufen werden. Ich nehme noch ein, zwei schnell erreichbare Eisenerzadern mit. Naja gut, das sind zwar viele Eisenerzadern, aber die sind ein bisschen nervig zu erreichen, also hat man nicht. Gehen gleich weiter zu Demetra, das ist in den Harati Hinterlanden. Genau, dort geht es direkt, dort geht's direkt hier in die Höhle rein, in die Ruine, sorry,
Keine Höhle. Jetzt hier in die Ruine rein. Die Geister machen jetzt nicht viel Schaden, also von dem her könnt ihr da definitiv einfach durchlaufen. Und hier haben wir auch schon wieder eine immer feste, reichhaltige Eisenader. Ich sage jetzt immer fest, weil wir werden später noch ein paar haben, die zufällig je nach Karten IP spawnen und deswegen nehme ich die jetzt fest und die anderen eben zufällig. So, Demeter haben wir, dann geht's zu Winchona Rally. Das ist direkt daneben, die Wegmarke. Und hier geht es nicht ums Eisen, sondern hier geht es ums Holz. Und zwar laufen wir jetzt Richtung Osten von dieser Wegmarke aus und nehmen, ja, ungefähr bis hier, ein bisschen weiter noch, jedwedes Holz mit, das wir finden. Hat einfach den Grund. Holz ist auch sehr viel wert, vor allem hier diese Seasoned Woodlocks. Das bringt auf jeden Fall was. Genau. Also im Endeffekt das Gold, was ihr hier dann bekommt, falls ihr es verkauft, beziehungsweise das Gold, was ihr euch spart, wenn ihr es dann selber verkraftet, das Zeug, ist schon sehr optimiert, was das angeht. Natürlich je nach IP, je nach Glück habt ihr dann ein paar mehr Bäume hier, da können auch 5 oder 6 Bäume stehen. Ja, hier zum Beispiel ist gut, hier sind wieder 3 Bäumchen. Ein solcher Baum ist ungefähr 30 Silber wert, 30 bis 50 Silber je nach Preisschwankung. Und je nach Glück beim Abbauen. Zum Beispiel hier habe ich 4 und darf nochmal abbauen, das wären jetzt 5 Woodlocks. Das ist natürlich ein sehr guter Baum gewesen. So, die beiden nehmen wir noch mit, dann begeben wir uns irgendwo hin, wo wir uns porten können. Das geht jetzt weg vom Harad Hinterland und weiter in die Gendaran-Felder. Jetzt müssen wir kurz mal hier den Termin noch wegmachen. So, wir gehen jetzt weiter in die Gendaran-Felder und zwar, ne, da waren wir gerade. Arca Waypoint. Ne, wir bleiben doch noch in den Harad Hinterland. Genau, stimmt. Hier oben gibt es auch noch, wenn ihr Glück habt, einiges an Holz. Hier gibt es das Tier 2 Holz, also die weichen Holzblöcke. Warum kann man hier nicht fliegen? What the fuck? Aus irgendeinem Grund kann man hier nicht fliegen. Komisch. Ach, da wird wahrscheinlich im Berg ein Jumping Puzzle sein. Ja, ich glaube, hier ist ein Jumping Puzzle. Naja, noch nix. Hilft nichts. So, hier kriegt er T2 und T3 Holz. Soft Woodlocks und Seasoned Woodlocks. So. Übrigens, wenn euch das ganze Video und meine Route, die ich jetzt gerade gehe, nicht so sonderlich interessieren sollte. Was ich absolut verstehen kann, weil es ist halt Farm ist scheiße langweilig, ist halt so. Dann könnt ihr einfach vorspulen bis zum Schluss. Da werde ich alles nicht verkaufen, aber ich... Ach Gott, hier kann man wieder nicht fliegen. Oh, hier, Gott sei Dank. Aber ich werde zumindest zusammenrechnen, was man im Endeffekt verdient hat, jetzt an der ganzen Sache. Kurz vorgemerkt, ich mache das Ganze an einem Montag. Montag ist nicht der beste Tag, da man hier die Boni noch nicht voll hat von WVW. Ich würde euch also empfehlen, übrigens hier sehr gut, sehr gute Ausbeute. Nicht Resin, nein, nicht, lasst den Squid liegen. Gott. Ich würde euch empfehlen, dass Donnerstag, Freitag, also wenn ihr euch sagt, hey, 2 Tage in der Woche, dann würde ich Donnerstag, Freitag nehmen. Ja, wenn ihr sagt, jeden Tag in der Woche, dann tut euch keinen Zwang an. Das auch mit, also die ganzen Erzadern sind ja pro Charakter immer. Nervig. Die ganzen Erzadern sind ja pro Charakter. Das ist eigentlich sehr praktisch.
Das heißt, wenn ihr mehrere Charaktere habt, ich habe zum Beispiel jetzt 9 Charaktere, ich kann das jetzt 9-mal am Tag machen. Oh, verfehlt. Oh, verfehlt. Blindheit halt. So, 9-mal am Tag machen, das ist natürlich arsch viel Gold pro Tag. So, wir gleiten. Im Gleiten kommt er schnell aus dem Kampf. So, dann geht's jetzt weiter. Genau, AK haben wir. Junction Haven. Genau, jetzt geht's in die Gendarenfelder. Rechts unten in den Gendarenfeldern ist das, genauer gesagt. So, Silber, Eisen. Silber ist die Spitzhacke nicht wert. Also würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, das Silber mit abzubauen hier. Zeitverschwendung, absolute Zeitverschwendung. So, ich sortiere das derweil schon mal, solange ich laufe hier. So, hier geht's weiter. So, ja genau. Wunderbar, wenn ihr mal Langeweile habt, könnt ihr den Champion Höhlentroll noch mitnehmen. Der ist eigentlich immer da, weil hier keine Sau Events macht. Ja. Natürlich alles auf dem Weg, wenn es nicht stört, mitnehmen. Eisen jetzt ist immer was wert. So, hier könnt ihr zum Beispiel Glück haben und dann ist genau hier noch eine zweite Eisenader, aber die untere, die südliche von den beiden, ist immer fest. Die ist also für jeden Charakter pro Tag einmal abzubauen. Reichhaltige Eisenader. Bauen wir ab. So. Und noch einmal. Wunderbar. Eine gute Eisenader. So, und das unten ist Silbererz. Ja, ja, Map Closes interessiert mich nicht, weil ich bin eh schon wieder weg. Snowhawk Landing. Jo, Snowdrifts, Schneekugeln, Höhlen auf Deutsch. Ist eine sehr unterschätzte Gegend. Ich finde nämlich die Gegend richtig nice, wenn ich ehrlich bin. Ja, bin ein bisschen Norn-Fan auch. Ist aber genau hier südlich von der Wegmarke. Ist eben die reichhaltige Eisenader, wie ihr schon sehen könnt. Und da gleiten wir jetzt rein in die Höhle, links rum. Sehen, dass hier eh schon einer kämpft. Blenden wir das Ganze. Übrigens, wenn ihr einen Charakter habt mit viel Mobility, so wie ein Dieb zum Beispiel, dann könnt ihr auch den hernehmen, weil der kommt natürlich schneller zu den Adern. Wieder zurück. So, es geht weiter. Wir sind jetzt Snowhawk Landing fertig. Jetzt geht es in den Lornas Pass, die nördlichste Wegmarke. Ice Devils, Eisteufel. Wegmarke im Lornas Pass. Da gehen wir einfach nördlich durch die Mine. Nördlich, 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 nördlich. Und hier sehen wir zum Beispiel schon die reichhaltige Eisenader. Wir sehen leider noch nicht den Weg dorthin, aber ich würde schlecht schießen. Also man geht hier vorbei, da sitzt immer dieser Miner, dieser faule Sack. Genau, da geht man hier links, 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 hält sich links und geht dann hier so links rein. So, dann kommt er hier hoch, hier raus, könnt ihr hier rüber gleiten. Übrigens, ohne Gleiten müsst ihr generell halt einfach andere Wege suchen, weil so ziemlich jeder sollte mittlerweile Gleiten haben, sofern er das Addon hat. Und wer das Addon nicht hat, dem empfehle ich es, das Addon zu kaufen. Das ist nämlich ein gutes Addon, tatsächlich ein bisschen wenig Story, aber schöne Karten seit dem Frühlingsupdate 2016 sogar noch besser. So, gut, wir haben auch das hier abgebaut, dann geht es weiter. Wir waren jetzt Ice Devils, dann geht's Travelance. Und hier fängt's an, ein bisschen mit Zufall zu spielen. Weil in den Schneekohlenhöhlen gibt's recht gute, zufällige Treffer bei reichhaltigen Eisenadern. Aber jetzt schauen wir mal. Travelance hat immer die Möglichkeit, dass hier ein Eisenerz oder ein T3-Baum steht. Auf jeden Fall mitnehmen. So, und dann sieht man hier oben im Norden gibt es hier diese reichhaltige Eisen. Jetzt ist er gerade wieder weg.
Jetzt ist sie wieder da. Hier ist die reichhaltige Eisenader. Das könnte auch eine Goldader sein. Und jetzt zum Beispiel sind beide da. Das müsst ihr halt dann gucken, dass er dann nicht die falsche nimmt. So. Aber die reichhaltige Eisenader, um die geht es uns. Die ist aber zufällig. Das heißt, sobald ihr auf diesem Gebäude steht und die Eisenader hier nicht seht, dann lohnt es sich nicht, hierher zu fliegen. Oder zu laufen. Zu laufen erst recht nicht. Also wir bauen das Ding ab und dann verschwinden wir. Gold ist auch wieder mal die Spitzhacke nicht wert. So, und wir gehen gleich runter zu Würmblut. Würmblut ist genau die Wegmarke drunter. Hier steht in der Regel auch immer ein Baum. So. Baum noch abgeholzt. Hallo. Fischer. So, wir gehen hier wieder durch. In diese Höhle rein. In dieser Höhle kann da vorne bei den Spinnen eine reichhaltige sein. Ist aber zufällig. Und aber in dieser Höhle, in der gleichen Höhle hier, ist eine feste reichhaltige Eisenader. Und naja, die nehmen wir natürlich wieder mit, ist ja ganz klar. So. Hier runter. Und hierher. Ich empfehle euch hier auf den Stein zu stehen. Wieso? Weil ihr euch damit erhaben dem Erz fühlt. Das ist natürlich gut, wenn man cooler ist als das Erz. So. Haben wir die reichhaltige Eisenader abgebaut, geht's weiter und zwar in den Torrent Hollow. Es ist auch hier in den Schaufelsteckklippen und hier geht's nicht mehr ums Eisen. Hier geht es wieder ums Holz. Und zwar nehmen wir von hier aus östlich jedwedes Holz mit und gehen einmal um den Berg so rum. Kann man natürlich Glück und Pech haben, wie immer. Das Mal ist es ziemlich mau wieder. Aber es hatte aber auch schon Karten, wo hier 3-4 Bäume standen auf dem Feld. Glück oder Pech. So, und danach geht es zur Grauen Straße. Graue Straße gibt es einerseits wieder eine reichhaltige Eisenader. Mit Zufall. Bitte nicht vergessen, dass diese Eisenader zufällig ist. Und so läuft man hier rein. Hier so, in diese Kuhle. Wenn hier keine auftaucht und hier keine ist, dann ist hier keine reichhaltige Eisenader. Es ist immer eine von den beiden, entweder die oder die. So, wenn die reichhaltige Eisenader da gewesen wäre, hätte ich sie abgebaut, wenn nicht, dann halt nicht. Und jetzt gehe ich die andere Richtung von der Wegmarke, hier ist die Wegmarke, jetzt gehe ich in diese Richtung und baue noch alles ab, was hier so steht. In der Regel stehen da noch ein paar mehr Bäume, aber das ist wirklich eine scheiß Wegmarke. So, au, goddammit, die sind aber heute wieder böse. Oh, das ist ein gutes Eisenerz hier. Oh, was ist denn hier los? So, und hier haben wir noch einen Fir Sapling. Und blinden wir nochmal, dass der nicht hier auf blöde Gedanken kommt. So. Ach, hier drüben haben wir noch zwei, die nehmen wir auch noch mit natürlich. Eine sehr gute Idee. Das ist jetzt alles nur dazu gedacht, wirklich Kohle zu machen, beziehungsweise sich Kohle zu sparen. Um das geht's. Um das geht's. Nur um das. So. Dann haben wir graue Straße, dann gehen wir zu Gentle River. Gentle River ist in den Baumgrenzenfällen, aka Timberland Forest. Hier geht es weiter mit einem Zufall. Und zwar, das ist eine gute Wegmarke. Ich sage mal, wie viele Bäume hier stehen. Hier kriegt man dann schon T3 und T4 Holz. T4 hat es auch massig was wert. So,
Genau. Natürlich immer das Holz abbauen. Was euch merken müsst, hier oben gibt es zufällig eine reichhaltige Platin-Ader. Wenn die da ist, nehmt die mit. Wenn nicht, nehmt die nicht, natürlich nicht mit. Also, wenn ihr hier steht und sie taucht nicht auf, dann taucht sie gar nicht auf. Genau, sie muss nur an dieser Klippe ungefähr stehen und dann wird es schon sichtbar. Genau. Aber ich spiele übrigens mit der zweiten Zoom-Stufe, mit der zweiten nächsten, einfach weil man bei der zweiten nächsten noch das Terrain sieht und eigentlich alles an Bäumen und Erzen. So, also wir nehmen wirklich alle Bäume mit. Holz ist nämlich so viel, so viel, so viel, so viel wert. Man benötigt halt für Legendaries und Co. auch so unfassbar viel. Für den legendären Rücken zum Beispiel braucht man Gift of Wood. Das ist sau teuer, wenn man sich's kauft. Aber so, wenn man sich's farmt, wenn man Zeit hat, wieso nicht? So, also gehen wir hier noch weiter. Gehen wir hier noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Hier können auch überall Bäume stehen. Überall können Bäume stehen. Und wir gehen genau hier so rüber zu diesem Jotun, glaube ich, sind sie, glaube schon, Jotun-Lager. Sehen, wir haben da Platinerze, die nehmen wir natürlich mit. Klar, Platin auch viel wert. Für die Daily Crafts zum Beispiel braucht man Platin und Eisen. Und Mithril. Mithril hat man sowieso, wenn man Events macht. Ein 70er und Platin und Eisen kriegt man eben wirklich hier durchgehend durch diese Sachen. Ich nehme hier diese Merchant Herbs, wenn sie so nah sind, auch mit. Da können nämlich Thymianblätter drin sein. Thymianblätter sind nicht günstig. Also lohnt sich auf jeden Fall den Abstecher zu machen. So, hier kann man Glück haben, weil hier oben ist eine feste, reichhaltige Ader. Das ist hier im Berg. Aber es kann auch immer eine zufällige noch spawnen. Und hier hat man Glück, hat man auch eine zufällige reichhaltige zusätzlich. Sehr angenehm. Gibt uns natürlich viel mehr Ertrag aus der ganzen Runde. So. Da schwimmen wir hier noch rein in diese Halbunterwasserhöhle. Und auch hier steht noch eine reichhaltige. Dies fest. Diese hier ist jeden Tag für jeden Charakter verfügbar. Übrigens kein Reset um 1 Uhr, sondern es ist ab dem Zeitpunkt, wo er den ersten Streich gesetzt hat auf der Platin Order, einen vollen Tag, 24 Stunden, bis sie wieder respawnt. Das heißt, wenn ihr abends um 8 farm geht und morgens um 8 wollt nochmal, dann geht das nicht. So, wir gehen jetzt weiter zu Gaia Rapids, Wirbelstromschnellen. Wegpunkt ist nur weiter im Süden. Hier gibt es dann wieder Holz. Hoffentlich im Überfluss. Ja. Ich will das Ganze ein bisschen schneller rüber haben, weil das Video wird wahrscheinlich sacklangweilig werden. Aber für die Leute, die die Strecke nicht kennen, ist es halt gut, mal die Strecke gesehen zu haben, die man laufen kann, laufen sollte. Wie gesagt, das Ganze ist eine relativ optimierte Route. Optimiert darauf, dass man halt einfach das teuerste relativ gut fahren kann. Und teuer ist eben Eisen, teuer ist T3, T4 Holz, teuer ist Platin. Genau. Und was geht hier? Und ich denke, das ist schon re recht gut optimiert. Also für die Zeit, die man verbringt, kriegt man doch einiges an Gold raus. Ja. Ich bin leider kein Entertainer. Das heißt, wenn euch langweilig wird, ihr dürft natürlich einschlafen oder einfach wieder ausschalten. Aber wenn ihr Interesse daran habt, ich bin vielleicht nicht der unterhaltsamste, aber ich weiß, was ich mache. Zumindest in diesem Sinne. Also, gleich geht's runter zu Serpent Waypoint. Hier können auch ein paar Bäume stehen, aber bevor ich die beiden Platinerze hier abbaue, baue ich lieber den Baum ab. Der Baum ist nämlich mehr wert als zwei Platinerze. Genau, also
Wir knödeln den Pine Sapling ab, gehen hier noch hoch, hier steht nämlich auch noch mal einer. Oh, genau. Und hier auch noch mal. Batsch, batsch, batsch. So, und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Jetzt geht's mal ein bisschen woanders hin. Jetzt geht's Old Sledge Waypoint. Old Sledge Site. Geht's also Richtung Süden. Malstromgipfel. Malstromgipfel ist eine, auch eine sehr unterschätzte Karte, was die Rohstoffe angeht. Aber ich sag's euch, das ist echt nicht, vor, nicht ohne hier. Also kann man schon mal machen. Old Sledge hat den Vorteil, in diesem Wald können einige an Bäume stehen. Und in diesem See hier ist eine feste reichhaltige Platinader. Merken, die ist fest. Bevor er sagt, Malstromgipfel, es gibt zwei feste reichhaltige Platinadern hier. You know? Also, still jetzt und Platin bauen. Genau. Ihr könnt einfach reinschwimmen von oben. Hier sind auch keine gefährlichen Gegner. So, und dann haben wir das auch abgeerntet. Dann geht's weiter. Nämlich nach Westen hier. Und hier geht's dann zu Criterion Waypoint. Und genau, hier geht's weiter. Mit Bäumen und mit Platinerz. So, und so. Und hier geht es weiter runter. Hier ist auch noch ein Platinerz. Übrigens, ihr habt schon gemerkt, Gleiten ist recht geil. Deswegen benutze ich es auch. Ihr solltet es auch benutzen. Macht alles schneller. Ich habe dem Gleiten, wenn ihr euch nach vorne lehnt, nämlich einen Speedbuff. Oh ja. So, oder? Jetzt gleiten wir zur zweiten festen reichhaltigen Platinorder. Die ist hier. Der Weg dorthin ist ein bisschen nervig, aber zu bestreiten. Wir nehmen natürlich sämtliche Bäume wieder mit, weil Bäume sind bares Geld. Hier, das ist gut. So. Ach, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Diese Spinnen. Die Spinnen gehen gar nicht recht. Was ich durch die schon schimpfen musste, echt furchtbar. So, jetzt gehen wir praktisch hier hoch. Hier kann übrigens noch eine zufällige reichhaltige Platinader sein, und wenn ihr die noch habt, dann habt ihr drei reichhaltige Platinadern abgebaut. Was sagst du dazu? Hm? Rest in pieces. So. Nicht zu weit laufen, hier kann man leicht mal runterlaufen. Durch die blöden Büsche hier. Auf Steinen wachsen hier Büsche. Ganz sinnvoll. So, es geht weiter. So. Wir sind jetzt dann in den im Sparkfly Fen. Gehen hier Flammfrosch-Wegpunkt. Funkenschwärmer Sumpf heißt das Gebiet übrigens auf Deutsch. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man es auf Englisch spielt, aber ich bin es so gewohnt, ich spiele es nicht mehr auf Deutsch. So, und hier gehen wir praktisch südwestlich runter und nehmen auch ein paar Bäumchen mit. Oh. Genau. Bäumchen halt, ne? Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Genau, ab hier fängt es nämlich an. Aber hier können auch schon ein paar stehen. Hier hatte ich mal fünf Bäume auf den Haufen. Das ist natürlich hart. Gut. So. Immer schön durchlaufen. Seht euch das Video durch öfter an, wenn ihr euch nicht sicher seid. Wegen der Route. Ich werde die Route dann per Chatlinks auch nochmal in die Videobeschreibung posten. Die Chatlinks könnt ihr dann einfach zum Beispiel wie hier in eure Gildennachricht packen oder einfach in den Chat kopieren und abschicken, und dann habt ihr nämlich die sämtliche Wegmarken
in eurem Chat stehen, braucht ihr nur anklicken und hinlaufen. Müsst ihr nicht lange auf der Karte suchen. Auf der Karte suchen dauert nicht mehr lange, aber naja. So, wir gehen hier hoch. Orbas Wegpunkt, Orbas Glen Wegpunkt. Ist auch in dem gleichen Gebiet und gehen von hier aus südlich und gucken, was wir so mitnehmen können. Wir lassen die Leichen liegen, wir mögen nämlich keine Leichen. Gehen südlich, nehmen noch alles mit. Ja, das geht ja. Die Wegmarke ist immer die inkonsistenteste, die ich auf dem auf der Route habe. Leider Gottes. Aber egal. So. Und dann noch abbauen. Wunderbar. Noch hier hoch. Hier sind wir auch noch ein Baum. Dann denke ich mal, gehen wir weiter. Dann sind wir eh schon relativ knapp am Ende der Route. Die nächsten Dinge werden gar nicht mehr so lange werden. Die nächsten Wege. So, dann geht's weiter. Wir gehen jetzt mal einen größeren Schritt. Meichersprung in die Wegmarke Paga. Da kriegen wir wieder neues Holz, und zwar das Tier 5 Holz. Und die Paga Wegmarke ist wohl jedem, der Tier 5 Holz braucht, ein Begriff. Weil dort eine Statue steht, eine Statue von Melandru. Und bei dieser Statue von Melandru stehen immer Minimum 4 Bäume. T5 Bäume. Zudem stehen in der Regel außenrum nochmal um die 2 bis 3 Bäumchen und Erze. Und die Kalkumerz, T6 Holz zum Beispiel auch. Und hier sehen wir es 2, 4, 1, oder 1, 2, 3, 4, 5 Bäume stehen. Ich hatte einmal 6 Bäume. Sehr nah bei der Statue. Natürlich nochmal lohnenswerter. Und ihr seht auch, das ist hier bekannt. Die Stelle ist bekannt. Nirgends siehst du so viele Minion Master Necros wie hier. So. Jetzt gehen wir noch hier hoch. Hier haben wir nämlich noch einen Tier 6 Holz. Die antiken Holzblöcke sind auch massig wert. Da lohnt sich der Abstech auf jeden Fall. Und wir haben auch hier ein Orichalcum-Erz. Und Orichalcum ist auch wirklich viel wert. Das heißt, das nehmen wir 100 von 100 Fällen mit. Das Orichalcum-Erz. So. Und dann haben wir die letzte Wegmarke noch. Und die ist nämlich ganz hier unten. Die südlichste Wegmarke der Fluchküste. Und zwar ist das Shipwreck Rock. Shipwreck Rock, warte mal, wie heißt der? Shipwreck Rock Wegmarke. Wer die noch nicht hat und sich wundert, weil er die ganze Fluchküste aufgedeckt hat, das ist eine Wegmarke, die haben sie mal kurzzeitig eingefügt. So, und dann gibt es hier nochmal was, und zwar gibt es hier Wasser. Genau, und was wächst im Wasser? Naja, Seegras. Was ist in Guild was viel wert? Naja, Seegras. Das hier ist eine sehr schlechte, sehr, 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 sehr schlechte Karte. Ich hoffe, ich kriege wenigstens noch einen, aber ich sehe nicht so aus. Ach, hier, Seaweed, wenigstens einen. Oh Gott. Teilweise standen hier auch schon mal 3 oder 4 Pflanzen von dem Seegras, also es lohnt sich definitiv, vor allem wenn dann auch so viel dort ist. So, hier ist eben das Seegras. So, und dann würde ich sagen, bringen wir uns mal in Sicherheit und gucken wir mal, was wir so bekommen haben. Na, das ist ja eh immer sehr wichtig zu wissen, was man dann im Endeffekt ja bekommt.
wie lange ich gebraucht habe, das seht ihr sowieso im Video. Ich habe nichts geschnitten, das ist alles im Stück aufgenommen. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was ich alles so bekommen habe. 59 T3 Holz, also 6 T2, 59 T3, 57 T4 und 22 T5 Holz. 133 Eisen, 58 Platin, 4 T6 Holz, eine Opalkugel, 2 Seegras und 24 Leinsamen und eine, na das ist nix, genau, okay. Und 3 Orikalkum. Was ist das jetzt alles wert? Gucken wir mal. Wir haben 6 mal T2 Holz, 17 Silber. Hier, also ich runde jetzt einfach mal ganz dreist auf, das sind jetzt mal 20 Silber. Plus 59 T3 Holz, genau. Haben wir 1,89. Also, da runde ich mal wieder ab, dann haben wir es gleich. Das sind schon mal 2 Gold. 2 Gold plus 1 Gold 70. Von dem Tier 4, 5 Holz. Ne, Tier 4, Tier 5 Holz. 2 Gold, wo sind wir jetzt? 2 Gold 70, ne, 3 Gold 70 dann praktisch. 3 Gold 70 plus 3 Gold 50 plus 50 Silber sind 4 Gold 20, 133 Eisenerz sind 4 Gold 20 plus 4 Gold 40 sind dann 8 Gold 60 plus 58 Platin sind 8 Gold 60, 9 Gold, 10 Gold 10. 10 Gold 10, genau. Ja, du bist langsam im Rechnen. 10 Gold 10, 10 Gold 50. 10 Gold 50. 10 Gold 80. 10 Gold, 11 Gold. 11 Gold 12. Knapp 12 Gold. So ganz grob überrissen 12 Gold in der Zeit jetzt gemacht. Ganz grob überrissen. Wunderbar, oder? Mehr kann man nicht. Also ihr habt jetzt mit dieser Zeit, und das war keine Stunde, wo ich das jetzt gemacht habe. Das ist keine Stunde. In dieser Zeit habt ihr 12 Gold verdient. Das wäre nicht cool ist, dann weiß ich es auch nicht. Also es ist wirklich in Ordnung. Vor allem, wenn man mal sagt, ich habe nur so 20 Minuten Zeit, ja, dann mache ich ja kurz das, ne? Ihr könnt ja zum Beispiel, wenn ihr Heart of Thorns nicht mögt, könnt ihr die beiden Heart of Thorns Big Marken weglassen. Wenn ihr Ohr noch nicht erkundet habt, könnt ihr die ganzen Ohr Big Marken weglassen. Wie gesagt, wichtig sind halt die ganzen reichhaltigen Eisenadern und die reichhaltigen Platinadern und die Tier 3 und Tier 4 Bäume. Genau, und das war meine aktuelle Farmroute, mit der ich eben Gold verdiene. Fest Gold verdiene, also wirklich, das ist etwas, das verliert nicht an Wert. Genau, und ja, wenn sich das ändert, wird natürlich wieder ein Update hochgeladen in der Regel. Also bis dahin auf jeden Fall auf Wiedersehen und viel Spaß beim Gold machen.